Wir haben Mittag gegessen, unsere ganze Familie. Es hat nur ein Thema gegeben. Seilbahn, 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 Seilbahn. Immer nur das eine. Wenn ich keinen Spaß mehr habe im Leben, dann muss ich mich zu Hause einschließen. Ja, aber ist das jetzt der Sinn des Lebens? Das glaube ich nicht, dass Tourismus aufhört. Also, und das soll weiter super leben. Dann ist die perfekte Krise im Gang. Wir leben ja vom Tourismus und vom Schnee. Wir tun auch was dafür. Das waren Bilder aus Ischgl. Mein Kollege Ed Moschitz hat im Jänner dort einige Tage gedreht und konnte damals natürlich nicht ahnen, was sich im Februar und im März wegen der Coronavirus-Infektionen abspielen würde. Er wollte eigentlich eine Reportage darüber machen, welcher immense Aufwand heutzutage betrieben werden muss, damit Touristen einen Winterurlaub, einen Skiurlaub als gelungen empfinden. Die Ischgler haben durchaus bereitwillig mitgemacht bei den Dreharbeiten, denn auch sie wollten eine Botschaft transportieren. Mit dem Image als winterlicher Ballermann, als Ibiza der Alpen, war man nicht mehr glücklich. Man wollte eher als klimaneutrales Skigebiet wahrgenommen werden. Ed Moschitz war mit seiner Reportage dann eigentlich schon fix und fertig. Und plötzlich ist das mit dem Imagewechsel passiert. Mit weltweitem Medienecho. Aber anders als geplant. Und Ischgl war plötzlich ein Geisterdorf. Dann eine Tag, sie gern rufen mir zurück, ich habe die Coronavirus. Im Hotel war alles von Geisterhand verschwunden. Wir sind ganz allein da gewesen. Es war, die Bar war offen, die Küche war offen. Man wollte es auf jeden Fall so lang wie möglich auszögern, dass geschlossen wird. Das Ischgl-Protokoll, ein Partyort infizierte halb Europa. Das ist nur eine der vielen Schlagzeilen, die es in den vergangenen Wochen zum Thema Ischgl gegeben hat. Mein Kollege Ed Moschitz musste also seine Kontakte dorthin noch einmal aktivieren und nachfragen, was sich seit dem Ausbruch der Krise getan hat. Jetzt natürlich via Skype. Und er musste seine ursprüngliche Geschichte umschneiden, adaptieren, verändern. Aber alles der Reihe nach. Die Reportage beginnt im Jänner 2020, zeitig in der Früh. Ischgl im Tiroler Bad Nauntal. Hier dreht sich alles um Tourismus. Im Jänner hat sich hier über das Coronavirus noch kaum jemand Gedanken gemacht. So wie jeden Tag sind die Mitarbeiter der Silvretter Seilbahn daher früh auf den Beinen. Einer von ihnen ist Nesko Manojlovic aus Wien-Otterkring. Vor 25 Jahren ist der gebürtige Serbe das erste Mal hierher gekommen und, wie er selbst sagt, in Ischgl hängen geblieben. Ist ja eigentlich auch was Schönes, wenn so ein Arbeitstag mit einer Urlaubsreise quasi beginnt, oder? Urlaubsreise, wie man es nimmt. Für wem? Für uns ist das ein ganz normaler Arbeitstag, Arbeitsweg mit der Gondel. Früher waren die Saisongänger, so wie wir aus Wien, Steiermark, Niederösterreich, Burgenland. Dann sind sie aus Jugoslawien gekommen, also ehemaligen Jugoslawien, Türkei, aus Ostdeutschland in den Jahren, gell? Mittlerweile sind sie aus Ungarn, Slowakei und Rumänien. Und ja, es wird ein bisschen so multikulti-mäßig jetzt. Das größte Problem beim Arbeiten hier sei anfangs nicht die Höhenluft gewesen, sondern vielmehr der Tiroler Dialekt. Doch mittlerweile hat er sich angepasst und wird auch akzeptiert. Er ist einer von 280 Mitarbeitern der zahlreichen Bergrestaurants. Man gehört zu den Silvretter Seilbahnen. Das ist die Anlieferung. Da kommt jetzt die Ware für alle Betriebe an. Das ist zum Beispiel der Marcel, unser Lagerverwalter, Chef, der ist lange schon dabei. Da kommen schon die Apfelstrudel und die Topfenstrudel. Da ist zum Beispiel schon die Fleischware vom Handel bekommen. Das sind für unsere Kalbschnitzel. Das kommt jetzt auch gleich in die Kühlung. Das sind natürlich Convenience, was man heute halt immer braucht, wie Germknödeln, Pommes frites oder Chicken Wings, Kartoffelspalten und so. Das ist halt das Typische. Da wird schon im Herbst eingedeckt für den Winter. Da sind über 6 Tonnen Pommes. Von denen kommen wir nicht weg. Pommes, Pommes, Pommes. Jeder Dritte auf der Linie, wenn er kommt, verlangt Pommes.
In einem feinen Wiener Restaurant hat Nesko Manojlovic das Handwerk des Kochs erlernt. Und auf der Straße in Otterkring hat der gebürtige Serbe sich Deutsch und andere Fremdsprachen beigebracht. Neben Serbisch gehören auch Slowakisch und Rumänisch zu seinem Repertoire. Ein Muss für einen Küchenchef. Mit den Kochkünsten allein könne man sich hier kein Gehör verschaffen. Morgen, morgen. Das ist die Hauptküche auf der Idalpe. Da sieht man schon, das sind schon fest am Arbeiten, da wird schon alles, wenn ich reinkomme mit der Bestellung. Jeder weiß, was er zu tun hat. Das ist zum Beispiel der Anton, der ist neu bei mir. Der Anton kommt aus der Slowakei, ist auch nicht von der Branche. Hat bei Mercedes gearbeitet, was ich so mitgekriegt habe, aber ja. Aber wie gesagt, jetzt ist er im Gasgewerbe und er tut sich nicht schlecht, er ist schon im Tempo drinnen. Das ist der Adam, ursprünglich aus Ungarn, Polizist. Und ja, letzte Saison hat er sich sehr gut gezeigt und mittlerweile gehört er schon zu unserem Team dazu. Das ist der Werner, ein Einheimischer, ein Tiroler. Wir sind schon über 10 Jahre zusammen, ist meine rechte Hand, wenn ich frei habe und so. Einer von meinen besten Sous-Chefs, ohne den könnte ich im Team auch nicht arbeiten. Und ich glaube, praktisch ist es auch so. Drunten im Dorf bewegt man sich im Jänner noch täglich zu den Liften. In Ischgl urlaubt die gehobene Mittelschicht, die sich das auch einiges kosten lässt. Dafür bietet man in diesem Dorf einen Komfort, den man sonst eher von U-Bahn-Stationen oder Flughäfen kennt. Bis zu 25.000 frönten damals noch täglich ihrem Freizeitvergnügen. Hotelier Günter Alois wird hier Schneekönig genannt. 25 Jahre lang war er auch Chef des örtlichen Tourismusverbandes. Schon sein Vater war in den 60er Jahren Seilbahnpionier. Das war das Erste, was dem ganzen Tal passieren hat können. Die längste Seilbahn der Welt in den ärmsten Ort von Österreich zu platzieren. Es war ein zurückgebliebenes Gebiet, ein Notstandsstreifen, der mitten in florierenden Fremdenverkehrsgebieten eingebettet lag. Seit 2 Jahren hat sich diese Situation grundlegend geändert. Die Leute haben gehabt eine Kuh oder zwei Ziegen, ein Schaf, ein Schwein und ein paar Hühner. Und da haben sie müssen auskommen damit. Und das ist, der ganze Ort war abgeschieden, also nicht gut erreichbar. Und hat sonst keine Möglichkeit gehabt, irgendwie Geld zu verdienen. Die Seilbahn brachte Ischgl den Fremdenverkehr und damit den erhofften Devisenzustrom. Das war das Ziel von meinem Vater damals. Er hat gewusst, wenn wir das schaffen, dass wir investieren, dass wir eine Seilbahn da bauen, dann wird es nach oben gehen, dann wird sich der Ort entwickeln können, wie er sich ja jetzt, genau wie er es vorausgesehen hat, wie er sich entwickelt hat. Wir haben Mittag gegessen, unsere ganze Familie jeden Mittag. Es hat nur ein Thema gegeben: Seilbahn, 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 Seilbahn. Immer nur das eine. Das war gut so. Die Ischgler Seilbahnen mit ihren 45 Liften zählen zu den größten und modernsten Österreichs. Um den Zustrom von Gästen weiter anzukurbeln, hat man sich für diese Saison wieder etwas Neues einfallen lassen. Mit einer Tageskarte für 56 Euro kann der Skitourist nun auch sein Gewissen in Umweltfragen beruhigen. Den energieintensiven Luxus-Skibetrieb gibt es in Ischgl neuerdings auch klimaneutral. Um den hohen CO2-Verbrauch für Lifte und Schneeerzeugung auszugleichen, hat die finanzkräftige Silvretta Seilbahn AG sogar einen Urwald in Peru gesponsert. Zurück auf 2300 Metern Seehöhe. Ihr seid ja jetzt klimaneutral, habe ich gehört. Naja, das glaubt wird selig. Meine Verrochten lasse ich das so still nicht machen. Aber ja, wie gesagt, wer glaubt, soll es glauben. Ich glaube es nicht. Das ist schwer zu machen. Warum? Warum? Schauen Sie sich die ganze Struktur da an. Am Abend, wie viele Pistenmaschinen das ausfahren, die fahren nicht mit Strom. Wenn es mit Strom fahren würden, vielleicht vom Atomkraftwerk oder vom Kohlekraftwerk. Aber ich glaube, mit der Menge und der Energieverbrauch lässt sich das nicht wirklich klimaneutral machen, im großen Stil. Aber wie gesagt, wer glaubt. Ich
Kennen Sie den Film Die Piefke Saga? Bitte? Kennen Sie den Film Die Piefke Saga? Ja, ein paar Serien habe ich mir gegeben, ja. Es ist ein bisschen eine Wahrheit, ist drin. Ah, wirklich? Ja, ja. Um die Mengen hier zu bewältigen, braucht es ein ausgeklügeltes Management für den Einkauf, rechnet Geschäftsführer Harald Zeidler vor. Umgerechnet, wenn Sie jetzt nehmen, zum Beispiel, nehmen wir 900 mal 18, 900 mal die 468, sind immer, das sind ca. 400.000 kleine Limonaden. Nur 25 Gläser gefüllt. Was Sie da pro Saison verkaufen? Ja, so nicht. Nur, das ist das Cola Fantasierum, das ist dieser Postmix. Und bei Pommes zum Beispiel? Ja, bei den 50, 55 Tonnen. Und Fleisch? Fleisch werden schon die 100, 120, 130 Tonnen sein. 600 Würste verlassen täglich die Küche, 400 mal Käsespätzle und 500 mal Spaghetti Bolognese. Tage voller Sehnsucht und die Nächte voller Glück. Schwebten wie auf Wolke 7, und schau ich heute noch mal zurück. Ich will dein Lächeln missen. Es war wie ein Geschenk. Und wenn wir uns dann zärtlich küssen, sag ich dir, woran ich denk. Es war noch eine wunderschöne Zeit. Und ist sie morgen auch in der Weil immer mehr Touristen von sehr weit herkommen, ist die Abholung von Flughäfen ein gutes Geschäft geworden. 5 Taxiunternehmen gibt es im Dorf. Der größte von ihnen hat 34 Autos im Fuhrpark. Die Gäste kommen über die Flughäfen Innsbruck, Zürich und München an, sagt Josef Hofer. Circa die 2 Millionen Kilometer, was wir fahren im Jahr. 2 Millionen? 2 Millionen. Wobei aber von den 2 Millionen Kilometern sicherlich 1,8 bis 1,9 Kilometer im Winter gemacht wird. Das heißt, das ist alles vom Tourismus abhängig? Alles vom Tourismus. Das hängt alles vom Tourismus ab. Wenn es keine Seilbahn gäbe, gibt es kein Taxi, dann braucht es keinen, dann gibt es kein Beherbergungsbetrieb, dann gibt es keine Zimmermadel, dann gibt es keine Maurer, dann gibt's, also dann braucht es alles nicht in diesen Mengen, was momentan ist. Die Tourismusindustrie und die Seilbahnen haben aus Ischgl ein boomendes Hoteldorf gemacht. Viele hier sind mit ihren finanzkräftigen Gästen reich geworden. Zur Hochsaison kann man bis zu 11.000 Gäste beherbergen. Alternativen zum Tourismus gibt es allerdings kaum. Am Ende jeder Saison bleiben den erschöpften 1.500 Dorfbewohnern wieder ein paar Millionen Euro mehr in der Börse. Es gibt nur wenig Fremde, die man daran mitnaschen lässt. Den Kuchen vom Gewinn teilen sich die Einheimischen. Günther Alois ist einer der Profiteure. Mit seinen spektakulären Ideen für die Skiregion hat er immer wieder für Aufsehen gesorgt. Sie haben da, glaube ich, die Idee gehabt, einmal, dass Sie Pinguine herholen, oder? Zum warmen Wasser. Das war eine Idee. Wir haben dann mit verschiedenen Zoos geredet, aber es ist so schwierig. Den könnte man oben ansiedeln. Da ist oben so ein Speicherwasserteich. Und das ist natürlich eine Attraktion für Kinder, für Familien. Wir haben es wirklich eine lange Zeit probiert. Ich habe mir gedacht, es muss doch eine Möglichkeit geben, wenn man Zoologen engagieren, wenn man das engagieren, wenn man die entsprechenden Fachleiter zuholen, dann müsste es gehen. Aber es ist schon ganz schwer. Vor allem Königspinguine, die großen. Und du brauchst jemanden, was nur witzig ist, jemanden, der die Pinguine aufstellt. Weil wenn die nach oben schauen, oben fliegt ein Helikopter vorbei, fallen sie um und können selber nicht mehr aufstehen. Da muss man jemanden haben, der sich immer wieder aufstellt. Aber das lässt sich alles lösen natürlich, das ist schon klar. Und noch eine Idee hat er parat. Mitten im Skigebiet eine Blue Lagoon zu bauen, mit 40 Grad warmem Wasser. Du fährst mit den Skiern hin, ziehst dich schnell um, springst ins Wasser, schwimmst 2 Runden, gehst wieder raus, ziehst dich wieder an und fährst weiter. Das ist eine absolute Attraktion. Ihr habt es gesehen in Island, es ist enorm. Das sind 1.500 Menschen gleichzeitig im Wasser, haben Wollmützen auf, weil es außen kalt ist. Das Wasser ist ganz 40 Grad warm und es ist ein tolles Erlebnis. Es ist einfach gigantisch. Für den Hotelier sind die Alpen ein großer Vergnügungspark, den es möglichst gut zu vermarkten gilt. Konkurrenzkämpfe, die sich unter den Ischglern abspielen, bleiben den Fremden meist verborgen. Ja, Paris Hilton war ja 5 Jahre unser Partner bei Rich Prosecco. Dann waren wir am Opernball oder beim Oktoberfest mit der Paris.
Robbie Williams war in Ischgl, Dieter Fantese war da, die Tamara. Sie waren in Ischgl und haben beigetragen, die Marke Ischgl zu kommunizieren, die Marke Ischgl zu prägen. Manche Künstler sind, kosten ein paar hunderttausend, manche kosten ein bisschen mehr. Und das rechnet sich wirklich? Das muss sich rechnen, klar. Weil der Massentourismus hier längst seine Spuren hinterlassen hat, bitten wir Ökologen Johannes Gäb vom Naturschutzbund, sich ein Bild vom klimaneutralen Skigebiet zu machen. Ups, 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 ups. Da haben wir das Richtige. Ende Jänner bricht nach Weihnachten die zweite Urlaubswelle über Ischgl herein. Ja, wir lassen uns das Skifahren gar nicht nehmen. Der Sport kommt erst nach dem Skifahren. Aha, verstehe. Après-Ski, ja, ja, ja. Ja, da ist mehr zu verdienen in der Region. Ja. Beim Anblick solcher Menschenmassen stellte man sich im Jänner noch andere Fragen. Müssen wir so mobil sein? Müssen wir das? Ja, ich muss ja nicht unbedingt Skifahren, aber es macht Spaß. Ja. Und wenn ich keinen Spaß mehr habe im Leben, dann muss ich mich zu Hause einschließen. Ja, aber ist das der Sinn des Lebens? Damals ahnte noch niemand, dass dieses Freizeitvergnügen bald ein Ende haben wird. Das war alles noch Drehmaterial aus dem Jänner für die ursprünglich geplante Reportage über Ischgl. Und das, was der deutsche Skifahrer soeben über das Zuhause eingesperrt sein gesagt hat, klingt aus heutiger Sicht fast visionär. Der Gestalter dieser Reportage, Ed Moschitz, konnte an den Entwicklungen, die sich nach dem Ausbrechen des Coronavirus in Ischgl ergeben haben, natürlich nicht vorbeigehen. Und er hat sich in den vergangenen Tagen erzählen lassen, was sich nach dem Normalbetrieb in Ischgl abgespielt hat. Es gab sehr viel Kritik an den Behörden und an Tourismusbetrieben. Und viele der Verantwortungsträger haben für diese Reportage dazu jetzt auch Stellung bezogen. Und eines noch, nachdem man in Ischgl den Eindruck hat, dass man zum Sündenbock für den Ausbruch der Pandemie gemacht werde, wollen wir festhalten, ja, es ist dieser Virus auch in anderen Skiorten ausgebrochen, auf Kreuzfahrtschiffen, in anderen Tourismuszentren. Und auch dort hat man zu spät reagiert. Und ja, im Sommer hätte es vermutlich andere Orte getroffen. Aber international ist eben Ischgl besonders in die Kritik geraten. Und deswegen haben wir dort besonders genau hingeschaut. So sieht es heute hier aus. Wo vor kurzem noch Tausende in Warteschlangen dicht gedrängt aneinander standen, herrscht jetzt fast eine unheimliche Ruhe. Ischgl im Ausnahmezustand. Ein Albtraum für zahlreiche Gäste, die bis vor wenigen Tagen noch in Ischgl festsaßen. Wir sind am Mittwoch, den 11.03. sind wir angereist und sind seit Freitag 14 in Quarantäne gesetzt worden. Und ja, mit dem Pressegespräch, da muss geheißen, dass das Bad Nauntal und der Arnberg mit sofortiger Wirkung unter Quarantäne gesetzt wird, ist im ganzen Gebiet das Chaos ausgebrochen. Das heißt, verzeihen Sie ganz kurz, aber da war dann oben noch einmal ein irrsinniges Gedränge, nehme ich mal an, oder? Wenn da tausende Menschen runter wollen. Ja, da war ein Wahnsinnsgedränge und es hat keine Auskunft gegeben, warum die Seilbahn nicht auf einmal nicht mehr geht. Die Seilbahn wurde gestoppt? Die ist gestoppt worden. Also Auskunft war, dass irgendwas bei der Stromversorgung nicht gepasst hat. Wir vermuten eher, dass die Seilbahnen eingestellt worden sind. Zwei Wochen nach den chaotischen Tagen erreichen uns erste Bilder aus dem Sperrgebiet Ischgl. Und auch einige Saisoniers der Seilbahnen suchen den Kontakt zu uns, weil sie über den Umgang der Seilbahnmanager mit der Corona-Krise berichten möchten. Ich habe zum Beispiel gehört, dass man den eigenen Mitarbeiter verboten hat, dass man sie testen lässt, dass man auf keinen Fall nach Landeck oder Emst fahren oder Zams fahren darf, um sich testen zu lassen. Was kann denn der Grund gewesen sein, warum man das jemandem verboten hat? Ja, dass das publik wird. Das war nur in der Zeit, da wo alles offen gehabt hat, dass kein Stress, dass keine Panik entsteht. Man wollte es auf jeden Fall so lange wie möglich auszögern, dass geschlossen wird. Für mich ist es eindeutig, die wollten es und dann Tischkern. Und wollten noch so viel Geld verdienen wie möglich. Und das sage ich nicht, weil ich irgendwie den Leuten oder Ischgl schaden will. Im Gegenteil, ich finde es richtig, dass die Leute, weil sonst machen sie es immer wieder. Ne? Stellen Sie sich mal vor, in 10 Jahren kommt so eine Scheiße wieder.
und wir stehen wieder am Anfang. Nee, bei den Leuten muss es auch mal Klick machen, die müssen halt auch mal lernen, Geld ist nicht alles in dieser Welt und die Gesundheit der Menschen hat Vorrang. Wir versuchen Kontakt mit den Verantwortlichen in Ischgl aufzunehmen, erreichen aber erst einmal niemanden. Nur der örtliche Zahnarzt Klaus-Peter Rupper, ein Deutscher, ist bereit, mit uns zu sprechen. Keiner hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass dieses Virus, das erst irgendwann im Dezember in China aufgetreten ist, in so schneller Zeit hier bei uns auftritt. Damit hat keiner gerechnet. Aber es waren ja doch schon einige Fälle bekannt und es gab ja dann auch die Nachricht aus Island, dass es da Heimkehrer gibt. Also ganz so unbekannt ist die Person nicht. Das stimmt schon. Ich meine, dass man da dann hingeht und sagt, sie haben sich im Flugzeug infiziert, das war natürlich blauäugig. Also ein Fachmann oder ein Mediziner, der geht dann schon davon aus, dass sie sich halt hier beim Partyfeiern infiziert haben, 2-3 Tage vorher und nicht im Flugzeug, um dann, nachdem sie gelandet sind, sofort Symptome zu haben. Also das ist blauäugig. Ischgl galt bisher als das Mekka der Spaßgesellschaft. Übertreiben in jede Richtung war jahrzehntelang Teil des Tourismuskonzeptes. Der Name Ischgl ist für Gäste aus ganz Europa ein Synonym für Après-Ski. Wir haben ja hier natürlich auch durch den engen Kontakt in den Après-Ski-Bars, da sind sie ja praktisch 20, 30 Zentimeter oft nur von dem Nächsten weg. Und dann wird da gelacht, gefeiert und dann passiert es halt eben. Und ich denke mal, in diesem feuchten Milieu kann sich so ein Virus einfach schneller in der Luft verbreiten wie jetzt in der frischen Luft draußen. Das eine oder andere Lokal, das heute ganz leer ist, war im Jänner noch Teil der feuchtfröhlichen Ischgl-Partyzone. Immer wieder ärgerten sich Dorfbewohner über den alltäglichen Rambazamba. Manchem Lokalbetreiber waren aber die hohen Umsätze wichtiger als ein guter Ruf. Solange die Gäste kamen, war man bereit, das zu ertragen, erzählte Angelika Walser. Sie lebt vom Bauernhof und einer Frühstückspension, in der sie lieber feine Gäste beherbergt. Was sind denn feine Gäste? Ach, feine Gäste. Wenn man sich mit ihnen unterhalten kann, wenn die Wohnungen halbwegs ausschauen und die nicht immer meckern, muss man dazu sagen. Die zufrieden sind mit etwas. Und von der Landwirtschaft allein könnte man nicht leben? Nein, könnte man nicht. Es geht nur im Nebenerwerb. Weil wir zu klein sind für das. Die Arbeit mit seinen 6 Kühen und 3 Kälbern versteht er als Hobby, sagt Erich Walser. Sorge bereiten ihm stets die Heuernten, denn das Zukaufen von Tierfutter ist kostspielig. Von einem Profit ist man weit entfernt. Bei uns die Böden, die sind halt relativ steinreich, oder? Und ist halt wenig Humus. Und dann, wenn es trocken ist, ist halt gleich mal die Erde gleich mal ausgetrocknet. Da gibt es halt wesentlich, oder gibt es halt weniger Heu, ne? Und ist das jetzt die letzten Jahre besonders trocken gewesen? Die letzten 2. Der Tourismus hat die ehemals 250 Bauernhöfe in Beherbergungsbetriebe verwandelt. In 108 Pensionen, 132 Hotels und 217 Ferienhäuser. 140 Euro lässt jeder Urlauber pro Tag hier. Die Kosten für die Übernachtungen in 4- und 5-Sterne-Hotels extra. Neben dem Tourismus können die Ischgl noch für die Seilbahnen arbeiten. Die sind ein guter Arbeitgeber, erzählt Herr Walser. Wer weiß, wie lange es einen Hof noch gibt. Das heißt, da gibt es auch schon Überlegungen eventuell, dass man das... Ja, wenn ich habe 2 Mädels, wenn die nicht wollen, was soll ich machen? Wenn ich 80 werde, werde ich sicher mit 80 nicht mehr in den Stall gehen. Das glaube ich weniger. Gibst du schon Anzeichen bei den Mädchen, dass sie sagen, sie wollen nicht? Schaut eher so aus, als ob es... Ja. Das heißt, ihr Hof wird wahrscheinlich auch einer von die eher Sterbenden sein. Ist schon zu nehmen, ja. So. Und die Gäste lassen ja Schmutz auch viel da, gell? Ja, viel Schmutz und viel Müll. Ist das schon ein Thema bei euch? Ja, ist schon ein Thema. Vor allem die Mülltrennung. Die müssen genauso trennen wie wir. Das sage ich ihnen dann schon am Samstag, wenn sie anreisen. Die müssen das machen, wie ich das möchte. Mit 17 Gästen ist ihre Frühstückspension ausgebucht. Jede Woche entsteht so in der Garage ein weiterer kleiner Müllberg. Die Leute kaufen halt viel die Plastikflaschen zum Trinken. Die wissen nicht, dass wir gutes Wasser haben, was man trinken kann. Jetzt kaufen sie halt teilweise das Mineral oder das Wasser in den Flaschen. Das ist halt so.
Glas wird selten genommen, muss man sagen. Das wird im Skigebiet oben auch ein Thema sein, nicht? Ja, der Müll ist sicher ein Thema auch. Die Gäste achten heute mehr auf die Umwelt, sagt Johannes Gepp. Bei der Schneeschmelze im Mai kommt jedoch zum Vorschein, was Millionen Skitouristen auf 239 Pistenkilometern so alles zurücklassen. Die Probleme mit verunreinigten Alpengebieten kennt der Ökologe. Aus einem benachbarten Skigebiet hat er uns Fotos von seinen Fundstücken gebracht. Also das sind solche Funde, die es da gibt. Dann kommen noch eben die Pistenbullis dazu, die den Schnee fräsen. Die fräsen aber den gesamten Müll mit, einschließlich Gläser, sodass hier natürlich auch Glassplitter herumliegen. Und das schaut dann so aus mit der Zeit. Also wenn solche Sachen da zum Beispiel gehäckselt werden, was bleibt denn da über davon? Ja, es werden immer kleinere Partikel. Und das nähert sich dann irgendwann natürlich diesen Mikroplastikteilen. Jetzt muss man aber fairerweise sagen, dass diese Sachen hier nicht in diese Skiregion gefunden wurden. Nein, das ist etwa 15 Kilometer von hier entfernt, in einer Region ähnlicher Größe. Professor Gepp möchte niemanden verurteilen, sondern lediglich zeigen, welchen Müll Skifahrer in den Alpen hinterlassen. Abfall, der in Ischgl restlos beseitigt wird, wie man uns hier versichert, und daher auch nie in die örtlichen Gewässer gelangen könne. Wenn die Skifahrer die Pisten verlassen haben, beginnt die Arbeit der Pistenraupenfahrer. Der Erwin Brenner hängt noch in Ried, hängt unter der Graumitte. Hermann Dayen als Haskalou-Brandnerschweid. Um die 320 Hektar Pistenfläche über Nacht wieder zu präparieren, besteigen die Männer ihre 500 PS starken, tonnenschweren Pistenraupen. Am Ende jedes Gerätes rotiert eine kräftige Schneefräse, die Schnee- und Eisklumpen zu Pulver zermalt, damit die Flächen für die Skifahrer wieder fein und glatt sind, wie Erwin Grün erklärt. Da sieht man die Fräse eh sehr gut mit den Zähnen. Der macht dann die Feinarbeit. Fräst den Schnee auf, da sieht man es jetzt sehr gut am Boden. Und wenn da jetzt ein Skistecken oder irgendwas liegt und Sie übersägen den, dann? Dann kommt halt hinten noch ein paar Brocken raus. Dann fliegen die Stücke fliegen weg. Ja, genau. Schon mal passiert? Ja, ist auch schon passiert. Wie oft das wirklich passiert, könne niemand sagen, denn so manches ist unter dem frischen Schnee vergraben. Den Großteil wird man erst finden, wenn es wieder wärmer wird. Ja, im Sommer sind halt auch die Touristen hier. Wir gehen dann halt wandern oder mit den Fahrrädern, E-Bikes und natürlich einen Haufen Kühe haben wir hier oben. Das ist ja im Sommer eine Alm. Und die grasen dann alle auf den Pisten? Die grasen auf den Pisten, genau. Bis dahin werden die Pistenflächen aber wieder gereinigt, wie man immer wieder betont. Die Bauern im Ort brauchen die Almen für ihre Rinder. Das kleine Dorf Ischgl wird im Winter zur Großstadt. Man ist stolz auf seine 1200 buchbaren Betriebe. Darunter viele Gourmet-Restaurants und exquisite Hotels. Herr Alois betreibt im Keller eines Luxushotels sogar einen Nachtclub. Der Betrieb läuft unheimlich gut. Und das Pascha ist bekannt. Jeder Mensch kennt eigentlich Pascha Ibiza. Und Pascha Ischgl inzwischen auch schon. Dadurch haben wir uns wirklich unheimlich gut entwickeln können. Auch sein Vater wäre begeistert. Wäre das alles im Sinne der Pioniere? Ist absolut. Was kann nicht im Sinne der Pioniere sein, wenn du es verbesserst und immer wieder erneuerst und austauscht und umsetzt? Die wären absolut erfreut, wenn sie das sehen könnten, wie sich ihre Arbeit weiter nach oben schaukelt. Im Jahr 2018 hat die Seilbahn Aktiengesellschaft, die auch im Besitz der Gemeinde und ihrer Bürger ist, mehr als 16 Millionen Euro Gewinn verbucht. Gewinnausschüttungen an Aktionäre sind aber im Gemeinderat kein Thema, sagt Bürgermeister Werner Kurz, der auch im Aufsichtsrat der Seilbahnen sitzt. Die Ischgl-Aktionäre würden vom Tourismus profitieren. Die meisten haben Aktien, ja. Nicht alle, aber die meisten. Und kriegen die Leute auch eine Dividende? Nein, das machen wir nicht. Das ist das Erfolgsrezept. Da ja 70% öffentliche Hand ist, wir investieren in das Skigebiet, in den Ort. Erfolgsrezept, keine Dividende auszahlen? Das ist es. Hat es einmal einen Bürgermeister gegeben, da in dieser Reihe, der gesagt hat, die Ischgl sollen sehr wohl Dividenden bekommen? Das sind Sie sehr gut informiert. Das war einmal eine kurze Diskussion mit dem Vorgängerbürgermeister und schlussendlich ist es aber auch zerschlagen worden und
Ja, das war halt so. Ich habe gehört, hat sich der Gemeinderat dann sogar aufgelöst deswegen? Ja, da hat sich der Gemeinderat aufgelöst und das war ein Diskussionspunkt und schlussendlich auch eine große Diskussion im Dorf. Und ja, nach diesem Prozess bin ich als Bürgermeister gewählt worden. Mit vereinten Kräften wurden 2018 wieder 31 Millionen Euro ins Skigebiet investiert. Was macht die Mehrheit der Männer im Gemeinderat eigentlich beruflich? Seilbahn? Ich war der Seilbahn. Ja, ja, bei der Seilbahn. Ich bin auch bei der Seilbahn. Vorstand? Bei der Seilbahn, ich bin Vorstand. Es ist ja ungewöhnlich, dass man einen Jesus hängen hat im Bürgermeisterbüro. Ja, nein, das ist nicht ungewöhnlich. Bei uns wird in jedem Haus noch ein Herrgott, sagen wir Herrgottswinkel oder irgendein Herrgott hängen. Das ist der in der im alten Musikprobelokal. Sie waren ja schon im Neuen. Und der hat da momentan am Anfang keinen Platz gefunden. Den habe ich also daher gekriegt. Das ist auch Eigentum der Gemeinde, aber eigentlich hat er die Musikkapelle immer im Probelokal gehabt. Passt der auf Sie? Der passt sicher auf mich und wie andere Leute auch. Und das wird schon passen. Die ungewöhnliche Treue der Ischgler zu ihren Seilbahnen sei eines der Erfolgsgeheimnisse, erfahren wir. Daher würde es ihnen auch viel besser gehen als vielen anderen Tourismusorten. Na, was würden sie machen, wenn keine Touristen mehr kommen? Ja, gut, war schlecht, wenn keine Touristen mehr kommen, aber ich glaube, dann haben mehr Leute nicht nur mehr oder Tourismusprobleme, dann haben viele. Die Gesellschaft überhaupt ein Problem. Wenn keine Touristen mehr kommen. Dann gibt es irgendwo einen Crash, das irgendwo fällt. Wenig Steuergelder und viel Arbeitslose. Dann hat sogar Wien ein Problem, wenn kein Tourismus mehr sein. Wien hat ja auch Tourismus. Viel Tourismus. Ja. Und dann haben die auch Probleme. Sind nur wir, alle. Das glaube ich nicht, dass Tourismus aufhört. Also anders soll weiter super leben. Ich weiß auch nicht. Dann ist die perfekte Krise im Gang. Wer hätte noch im Jänner gedacht, dass uns bald eine Viruskrise heimsucht, die das gesamte Skigebiet zum Quarantänegebiet für hunderte Urlauber macht? Wie war denn das eigentlich, wie Sie zurückgekommen sind ins Hotel? Weil Sie wollten ja eigentlich weg, dann kommen Sie plötzlich wieder zurück mit Ihren Koffern. Wie war die Situation da? Das war eigentlich dann das Chaotischste an dem Ganzen, weil es war kein Mensch mehr im Hotel. Alle Angestellten waren weg. Und Sie sind jetzt völlig allein im Hotel? Ohne Personal? Der Barkeeper ist da. Okay, ja, genau. Was macht er für Sie? Dem haben wir uns ganz gut arrangiert. Aber hat der Besitzer vom Hotel irgendwas gesagt, dahingehend? Wir haben einmal geredet gehabt, ganz am Anfang, dass wir die Kosten für das Apartment übernehmen müssen. Wir waren Mitte letzter Woche waren wir mal beim Gemeindeamt, weil wir uns einfach wieder Informationen reinholen wollten, haben dann zufälligerweise den Bürgermeister getroffen. Der hat uns kulanterweise seine Telefonnummer gegeben und hat gemeint, dass wir uns täglich bei ihm melden können, wenn es das gibt. Das war sehr. Er hat nur nicht einmal mehr abgekommen, wenn wir angerufen haben. Da geht es Ihnen gleich wie mir, weil ich versuche ihn auch seit 2 Tagen intensiv zu erreichen und das gelingt mir auch nicht. Er hebt auch bei mir nicht ab. Da ist wie vom Erdboden verschwunden. Der Bürgermeister soll alle Ischgler gebeten haben, nicht mit den Medien zu sprechen. Daher sprechen mit uns nur mehr die zugereisten Seilbahnmitarbeiter. Es ist zu uns gesagt worden, bevor am Freitag die Quarantäne, beziehungsweise Samstag die Quarantäne offiziell war, ist zu uns davor gesagt worden, dass wir ganz normal bis 3. Mai arbeiten, obwohl da schon lange Corona-Fälle bekannt waren und uns, ja, und wie die mit uns umgegangen sind. Sie haben gesagt, wir sollen sofort heimfahren. Wann hat mir dann gesagt, dass Sie sofort heimfahren sollen? Am Freitag. Am Freitag, den 13. war das, oder? Genau. Noch vor der Quarantäne sollten möglichst viele abreisen. Da habe ich erst am Freitag, 13. mitgekriegt, morgen, dass es unser letzter Arbeitstag ist. Und plötzlich, ich war noch krankgeschrieben, ich war noch auf Zimmer und trotzdem noch um 2 Uhr war ich gedrückt, Zimmer verlassen und ich aus Ischgl ausreisen. Sofortige Abreise des Saisonpersonals durch den Vorstand angeordnet, heißt es da. Wo einfach? Auf der Straße? Wie soll ich meine Sache innerhalb einer Stunde oder sowas räumen? Das war 2 Stunden. Und bis 4 Uhr ist der Checkpoint offen. Sie müssen dann ausreisen. Schnell, 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 schnell.
Nehmt nur das Nötigste mit, heißt es weiter. Den Rest könnt ihr zu einem späteren Zeitpunkt abholen. So war das nicht in Ordnung. Mindestens die Reaktionen, wie die das alles weiter von einer auf den nächsten Tag geschoben haben. Bis zur letzten Sekunde, wie gesagt, wenn es schon gebrannt hat, haben die angehalten. Wir wollen wissen, warum man sich in Ischgl mit der Schließung des Skigebietes so lange Zeit gelassen hat, wo es doch nachweislich bereits einen Corona-Fall in einem Après-Ski-Lokal gegeben hat. Wir erreichen Hotelier Günter Alois am Telefon. Ja, Herr Alois, grüß Gott. Moschitz spricht vom ORF in Wien. Hallo. Konnten Sie jetzt mit dem Herrn Bürgermeister sprechen, ob Sie mit mir reden dürfen, ob wir ein Interview machen können? Wir haben gesagt, wir machen jetzt alles gemeinsam über eine Stelle. Ich kann jetzt denen nicht in den Rücken fallen. Ja, aber das Problem ist, die eine Stelle ist nicht erreichbar. Sie sagen mir alle, ich darf nur mit dem Bürgermeister sprechen und der Bürgermeister ist aber nicht erreichbar. Da kann ich nichts machen. Ich darf jetzt nicht so eigenständige Sachen machen, losgelöst. Das kann ich nicht machen, das geht nicht. Aber... Das ist so eine heikle Situation. Ischgl steht im absoluten Feuer. Da muss man vorsichtig sein. Danke inzwischen. Wiederhören. Alles Gute. Wiederhören. In Ischgl ist die Wintersaison um 2 Monate länger als in vielen anderen Regionen. Bis zum 3. Mai hatte man den Gästen auch heuer wieder Schneesicherheit garantiert. Naturschnee braucht es dafür längst nicht mehr. Nur zu warm darf es für die Produktion des Kunstschnees nicht sein. Wie viel haben Sie da, wie viele Schneekanonen im Gebiet? 1200. 1200 Schneekanonen? Ja, genau. Jetzt ist da das App, jetzt kann ich da aufmachen, jetzt muss ich halt schauen, wo ich da hin muss. Für den Betrieb der beheizten Sessellifte und den Maschinenschnee braucht man die gesamte Stromerzeugung eines kleinen Wasserkraftwerkes. Wir leben ja vom Tourismus und vom Schnee. Und gar nicht einmal so schlecht, oder? Ja, gut. Wir tun auch was dafür. Es wäre genug Steuern zahlt nach Wien zum Beispiel. Haben wir genug. Oder? Was ehrlich gesagt? Also lebt Wien auch von uns oder von das ganze Österreich von uns. Weil wir ja Steuern zahlen. Über 4 Jahrzehnte lang hat man mehr als 570 Millionen Euro ins Skigebiet investiert. Nach solchen Mega-Investments geht bei vielen Managern im Dorf die Angst vor Verlusten um. Skifahrer in Europa hat es vor 10 Jahren ungefähr 12 Millionen gegeben, jetzt gibt es nur mehr 7 Millionen. Also wir verlieren Skifahrer. Man muss jetzt schauen, wo könnte die neue Zielgruppe sein? Für mich gibt es nur eine einzige Möglichkeit, diese neue Zielgruppe für die Alpen und die Alpen zu retten. Die liegt in China, weil die streben jetzt 200 Millionen Skifahrer streben die Chinesen an, dass sie in ein paar Jahren 200 Millionen haben werden. Und sie bauen dafür 850 Skigebiete. Und deshalb wird es dann, wenn sie mal dann 200 Millionen Skifahren können, dann wird es so sein, dass sie außer Landes gehen wollen und mal woanders hingehen. Und dann müssen wir mit den Alpen parat sein und müssen sagen, hier sind wir, hier habt ihr die absolut tollsten Skigebiete der Welt. Und das wird das Ziel sein. Daher hat Herr Alois noch im Jänner vorgeschlagen, einen Spielfilm in China zu drehen, über einen kleinen Chinesen, der in Ischgl das Skifahren erlernt. Doch damit wird man erst einmal warten müssen. Weil auch niemand von den Seilbahnern mit uns sprechen möchte, versuchen wir es wieder beim Ischgler Bürgermeister. Wir würden wirklich gerne wissen, was in Ischgl schiefgelaufen ist. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton. Grüß Gott, Herr Bürgermeister Kurz, Moschitz noch einmal. Es ist das 3. Mal, tut mir leid, aber ganz Österreich wäre schon sehr interessiert daran, wie die Lage in Ischgl ist. Vielleicht sind Sie so nett und rufen mich zurück. Meine Handynummer haben Sie ja schon mehrmals bekommen. Danke vielmals, auf Wiederhören. In der Zwischenzeit kontaktiert uns eine Tschechin, die früh mit dem Coronavirus infiziert war. Sie war Mitarbeiterin in einem Restaurant der Ischgler Seilbahnen. Ich war die erste von unserer Firma, wer gefahren in Landeck, im Krankenhaus. Dann einen Tag, sie rufen mir zurück, ich habe die Coronavirus. Hier im Alpenhaus hat sie im Service gearbeitet, hat Gläser und Besteck poliert und Essen zu den Gästen getragen, bis sie hohes Fieber bekam. Sagt der Chef.
Wie viele Menschen hat sie denn da bedient? Weiß man das ungefähr? Theoretisch wäre es möglich, dass sie bei jedem Sessel auf gut Deutsch gesagt gewesen ist einmal und somit bei einigen Menschen, eigentlich theoretisch mit 98 Menschen pro Tag Kontakt haben könnte. Die Doktors in Landeck, also die Reaktion, wann habe ich gesagt, ich bin von Ischgl, von dieser großen Ski-Areal, so sie hat gesagt, das funktioniert noch und das war 10. März. Ich weiß schon, dass ich Wahrheit sage, ich habe nichts erfunden oder im Gegenteil, ich habe mich mehr auf die Mitarbeiter vielleicht, auf die Seite von den Mitarbeitern geschlagen, die sagen, okay, wenn es zu von nach Landeck raus und auch wenn es die Seilbahn vielleicht nicht wollte oder ja. Dann die hat geschimpft von meinem Chef in Alpenhaus. Warum hast du das gesagt? Warum sie war in Landeck im Krankenhaus? Jetzt haben wir Probleme, bla bla bla. Ich glaube, man hätte, wenn man früher reagiert hätte, hätte man sicher das Ausmaß, was jetzt ist, vielleicht nicht. Vielleicht. Das ist natürlich immer, das Buch von hinten lesen ist immer leichter wie von vorne. Gell? Einige Mitarbeiter der Seilbahnen sollen von ihrem Vorgesetzten die Anweisung bekommen haben, bei grippeähnlichen Symptomen nur den Dorfarzt Dr. Walser zu kontaktieren. Wie viel Personal haben Sie denn behandelt in der letzten Zeit jetzt in Quarantäne? Einen ganzen Haufen. Kann ich jetzt nicht genau sagen, die Zahlen, also 100, 200 neben den Einheimischen. Jetzt muss man wissen, in Ischgl sind ja ungefähr 3000 Menschen, die in der Saison arbeiten. Nur 100, 200 sind dort geblieben dann in Quarantäne? Nein, es sind 800, glaube ich, 800 bis 1000 sind da in Quarantäne geblieben. Am Freitag, als ich runtergefahren bin, standen hunderte Leute beim Arzt, wollten sich alle testen lassen. Ach, der hat niemanden rangenommen. Das ist den Leuten egal. Ich habe hier, vielleicht finde ich es jetzt, ich habe hier so eine Bestätigung. Ja, das ist die Bestätigung vom Arzt, die habe ich mir dann auch geholt, wo drauf steht, sehr geehrte Damen und Herren, aber es wurde nichts gemacht, mir wurde nur ein Fieberthermometer in mein Ohr gesteckt, fertig. Ne? Sehr geehrte Damen und Herren, oben genannte Person erfreut sich bester Gesundheit. Es besteht aktuell keinerlei respiratorische Symptomatik und es gab keinen Kontakt mit COVID-19 positiv getesteten Personen. Der Doktor aber will sich an solche Schreiben nicht erinnern. Auf welcher Basis haben Sie die ausgestellt? Ich glaube nicht, dass wir Zertifikate ausgestellt haben, dass die Leute keinen Kontakt gehabt haben, sondern wenn wir Zertifikate ausgestellt haben, dann sind die Leute gekommen, ob sie gesund sind. Aber dass sie keinen Corona-Kontakt gehabt haben und sowas haben wir sicher nicht ausgestellt. Da steht drinnen, dass Sie keinen Kontakt hatten mit Covid-19-Patienten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir können nur Zertifikate ausstellen, wenn die Leute herkommen, dass man sie untersucht, ob sie gesund sind und dass sie, wenn sie selber angeben, dass sie keinen Kontakt zu Covid-Patienten oder Covid-Infizierten gehabt haben. Das müssen wir dann aber glauben. Ja, aber woher sollen die Leute das wissen, dass sie keinen Kontakt gehabt haben? Das können sie ja gar nicht wissen, wenn sie gar nicht testen in Ischgl. Primär waren ja die ersten Fälle waren ja nur im berühmten Lokal. Und in den restlichen Lokalen war nichts bekannt, dass es positive Patienten gibt. Wir fragen noch den Zahnarzt Dr. Rupp, warum man versucht hat, so schnell wie möglich viele Menschen aus dem Bad Znauntal zu bringen. Ich glaube nicht, dass man hier Spaß gehabt hätte, wenn die ganzen Touristen hätten hier bleiben müssen. Und die Touristen wollten ja auch weg. Ob das alles so geschickt war, ob das alles so glücklich war, das, im Nachhinein ist man immer schlauer. Nicht? Nachher kann man immer schlau reden, sage ich jetzt anders gemacht. Aber man muss da die Situation sehen. Es war eine komplett neue Situation für alle Beteiligten hier. Der betroffene Arzt dort hatte dann so Unbedenklichkeitszeugnisse ausgestellt, also quasi, dass aus denen hervorgeht, dass die Person mit niemandem, der Covid-19 infiziert ist, Kontakt hatte und keine Symptome aufweist. Ist das durchaus üblich in der Branche, dass man sowas macht dann, damit jemand durchkommt bei Straßensperren? Ja, normal nicht. Also ich kann ja nicht eine Bescheinigung ausstellen, ohne dass ich einen Nachweis habe. Aber ist wahrscheinlich gemacht worden oder vielleicht gemacht worden.
indem er halt sagt, okay, der hat keine Symptome, die auf Corona hinweisen, jetzt gebe ich dir mal einen Passierschein, dass er raus kann. Wir haben ja keine Tests. Ich meine, das ist eine ganz neue Situation für alle. Und da alles richtig zu machen, ist schwierig, glaube ich. Bereits Tage vor der Schließung der Seilbahnen hat es Covid-19-infizierte Mitarbeiter in einem Restaurant der Seilbahnen gegeben. Und wie viele Leute waren dann insgesamt positiv bei Ihnen im Alpenhaus? Meines Wissens 4. 5. Meine Kollegin war auch positiv vom Coronavirus. Und eine war, das weiß ich vor 100%, eine meiner Kollegin war Arzt hier bei Dr. Walzer. Und er hat gesagt, nee, das ist keine Corona, das ist etwas anderes. Bleibst du 3 Tage in deinem Zimmer und dann sie gekommen zurück in Arbeit. Und dann ich war krank und ich hatte die Corona positiv und dann sie war auch getestet und war auch positiv. Es folgten 2 Wochen Quarantäne mit quälenden Gedanken darüber, wie viele Kunden man wohl bei der Arbeit infiziert hat. Und werden Sie noch einmal für Ischgl arbeiten? Nein. Nein. Ich habe schon genug. Immer mehr Personen, die sich in Tiroler Skiregionen mit Covid-19 infizierten, melden sich beim Verbraucherschutzverein. Mehr als 3.300 seien es bereits, sagt Peter Kolber. Wir haben Strafanzeige eingebracht, einerseits gegen den Landeshauptmann und seine beiden Landesräte, dafür auch dann gegen die Seilbahngesellschaften, die da die wirtschaftliche Macht in Wahrheit haben, in den Tälern in Tirol, aber auch gegen den Bürgermeister von Ischgl etwa. All jene, die sich in Ischgl mit dem Coronavirus infizierten, können auf der Homepage des Verbraucherschutzvereines ihre Schadenersatzansprüche anmelden. Ich gehe davon aus, dass der Schaden mit Sicherheit 5 Millionen Euro übersteigen wird. Und damit ist auch eines klar, dass dann eine Zuständigkeit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegeben sein wird. Knapp vor Redaktionsschluss erreichen wir Bürgermeister Kurz dann doch noch. Wir wollten von ihm wissen, was in Ischgl in den letzten Wochen alles schiefgelaufen ist. Eines kann ich Ihnen versichern, schiefgelaufen ist nichts. Wir haben uns immer nach bestem Wissen und Gewissen an die Vorgaben der Behörden gehalten. Aber auch den Seilbahnen könne man keine Vorwürfe machen, meint er. Ja, ich bin momentan seit 2 Wochen im Dauereinsatz, muss ich auch sagen. Aber da geht es vor allem darum zu schauen, dass alle, die da sind, dass es denen gut geht, dass sie gut aufgehoben sind und auch das Gefühl haben, dass sie sich wie zu Hause fühlen. Und jetzt habe ich eigentlich momentan schon fast einen 15-16-Stunden-Tag, wo ich laufend dran bin, das zu arbeiten. Und da ist so viel zu erledigen, damit ich momentan ganz wenig Gedanken verlieren kann. Aber wer trägt nun eigentlich für die späte Schließung der Ischgler Seilbahnen und die daraus resultierenden Todesfälle durch Covid-19-Infektionen die Verantwortung? Es scheint, als würde uns diese Frage noch lange beschäftigen. Da bin ich sicher nicht verantwortlich. Es ist sehr tragisch und es ist auch eine sehr wichtige Sache, dass man hier dranbleibt an der laufenden Verbesserung, was die Entscheidungen trifft. Aber wenn ich sehe, in anderen Staaten, da sind wir meilenweit voraus und auch schnell umgesetzt alles. Fühlen Sie sich schuldig, Herr Bürgermeister? Nein.